Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Chuck Fu. Wir haben den Gargoyles gezeigt, wo der Hammer hängt. Und werden jetzt entweder zu den Catwalk Falls oder zum Vagabond-Tempel. Der war ein bisschen einfacher hier, ne? Wir haben jetzt getauscht, also. Ja. Bin jetzt noch nicht so erfahren hier in diesem Battle. Okay, er sieht, Ja, okay. Sieht die fertig aus? Irgendwie sind die immer alle cooler als wir. Hier ist ein Aladdin, ja. Dann davor so ein Reptile-Verschnitt. Ja, die haben auf jeden Fall auch coolere Attacken hier. Kann ich blocken? Irgendwie nicht so richtig. Weißt du, das wurde integriert und berücksichtigt, dass das Spiel auch blocken muss? Oder kann? Oder soll? Okay. Ich bin auf jeden Fall, Da war die Feuerfaust. Feuerfist of Evil oder so. Auf Chuck Fu. Boah, was war das? So, noch 4 Sekunden. Oh, ja, down. Problem. Das ist, ich hoffe, ist kein Problem. Ist auch relativ hakelig, muss ich sagen, die Steuerung. Ja. Die Sprungabstände und sowas alles, ist jetzt gar nicht so einfach. Chuck Fu ist immer auf Platz 1 der schlechtesten Spiele. Wo ist denn das gewesen? wo? Ja. Ist gar nicht. Das lief jetzt hier zum Beispiel ein bisschen besser, aber noch ist ja hier nichts gewonnen. Probier doch mal den Schild. Schild? Ah, ist schon vorbei, warst so schnell. Das war ich gerade so schnell. Also wir haben mal im Internet geguckt nach Kombos oder so, ob sowas überhaupt mit integriert ist im Spiel. Und es gibt tatsächlich ein Schild. Also eine Spezialattacke ist zum Beispiel Schild, was ja die Gegner auch können. Kannst du ja mal probieren gegen hier Catwoman. I do some serious damage to your body. Er hat das vorhin, haben wir auch ordentlich kassiert. Ja. Also. Der kleine Wirbelwind. Ja, also Schild klappt jetzt irgendwie nicht so super. Oh Gott. Boah, ist gefährlich, die Gegner. Ja. Vor allem wieder Kick. Und der Punch einfach über ihr Kopf sind. Und sie dadurch einfach nicht getroffen wird. Gott. Ja, Blocken klappt nämlich auch irgendwie gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. Gibt Schlimmere. Ja gut, aber dann, wie sollen wir den Kampf hier gewinnen? Keine Ahnung. Wenn die 10 Spezialattacken kann. Warum man nicht einfach einen Basketball rausholt und ihr ihn so doll in die Fresse wirft? Oder ins Gesicht, sorry. Ist ja eine Katze, also die haben, glaube ich, Fressen. Ja, es war relativ knapp, also. Er springt auch da rum, wirklich. Ja, naja, klar. War gerade ihr Schild zum Beispiel. Ja. Ihre dumme Rutschattacke ist ein bisschen nervig. Ja, also ausweichen klappt halt auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ist das dumm?
Boah. Ja, was, nee. Was ist das? Sie weicht das aus, oder was? Sie absorbiert das Feuer und einfach... Kein Schaden. Ja. Nee, keine Chance gegen die Madame hier. Ganz ehrlich. Das war nochmal unseren Sensei fragen. Ja. Wie man Katzen am besten besiegt. Ja, wie kann ich jetzt Continue machen? Start? Könntest du jetzt irgendwas drücken? Ich habe jetzt Start gedrückt. Das war ein Continue, okay. Vielleicht können wir noch im Wald hier ein paar Bäume ausreißen. Wir sind trainieren. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Haben wir denn jetzt unendlich? Nee, es standen 3 Credits da, also 3 Versuche. Oh Gott, ich bin jetzt hier stecken geblieben in der Wand. Ja, hier können wir jetzt nicht mehr hin. Aber zurück zum Meister mal. Ein paar neue Attacken kaufen oder sowas. Nee. Also wir müssen diesen Kampf hier schaffen. Ich sehe da momentan noch schwarz, aber Versuch macht klug. Ja, Serious Damage, das war kein Spaß, glaube ich. Oh, das ist jetzt Tag hier. Das ist unglaublich. Oh, Tag- und Nachtwechsel. Boah, der war klasse. Wie schnell sie auch einfach nach hinten ausweichen kann. Warum kann Chuck Fu das nicht? Wieso nicht? Ich sie einfach nicht treffe, weil sie so klein ist. Ich glaube, ihr müsst immer so eine, so eine Dinger machen. Auf jeden Fall down drücken und halt irgendeinen Kick oder so. Der ist so fix. Ja, so kriegst du es ja wirklich. Das wäre es jetzt. Wäre ein bisschen lame, ne, aber. Okay. Das sind ja auch harte Prüfungen für Chuck Fu, also. Ja, für einen, der noch keine Kung Fu-Stunde hatte, ist das doch ganz schön hart, finde ich. Ja. Er ist echt halt ein bisschen träge auch irgendwie, Steuerung. Der steuerst ja auch einen 2-Meter, Mann. Also. Oh. Boah, Chuck wins, ey. Da ist die Katze ein bisschen gezähmt. Sieht so aus ein bisschen wie Holleberry. Ja. Wir versuchen es nochmal mit dem lame Kick-Trick unten. Ja, der, ich glaube, der. Er macht halt nicht viel Damage, ne? Oh, der war sehr schön. Also, sie ist halt echt schwer zu treffen hier in der Luft. Dann ist er halt ein bisschen weg, aber laufen kann man auch nicht so wirklich. Oh, der war gut, der war sehr schön. Jawohl, Fury Mode. Rage. Oh Gott, jetzt kommt sie wieder angeschlittert. Oh, das ist schnell. Schlittern. Schlittern ist ein gutes Wort. Ich werde, wenn er. Ja, keine Chance. Okay, 1-1. 1-1, komm. Jetzt kriegen wir sie. Wenn nicht, haben wir noch ein Continue. Wir haben jetzt ein bisschen. Das ist, weil die Sprung ist einfach fest. Ne? Ich kann jetzt hier nicht zielen, irgendwie, dass ich mal ein bisschen kürzer springe oder. Ah. Ich kann einfach nur kassieren eigentlich. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Lehnt sich ihre Gesundheit wieder auf oder täuscht das? Das ist bei dir manchmal auch so ein bisschen. Keine Ahnung wieso. Ich verstehe das Spiel sowieso nicht. Also warum seid ihr Shaquille und Neil? Das war nicht schlecht. Und jetzt ist eben Fury also Modus. Ein Kick. Ja, jawohl. Chuck wins, aber wirklich auf dem letzten Haarspalt. Nice. Tombstone Island, okay. Okay. Dann suchen wir uns das doch gleich mal. Oh. Skeleton Turret. Also ich habe auch eher sowas wie mit so einem Final Fight gerechnet hier, aber... Ja. Das ist halt irgendwie gar nicht. Oh, jetzt ist eine Brücke. Ist natürlich schnell eine Brücke gebaut. Hier ist alles abgegrast. Die wir auch gar nicht mehr zurückkommen können, also... Also gibt's hier nur das eine und die eine Welt. Lost Jungle. Okay. Und da drüben dann noch 2 weitere Welten. Okay. Ach, das war's denn schon. Mal gucken.
Ich würde sagen, wie wir im Lost Jungle weitermachen, nächsten Part. Sehen wir im nächsten Part. Jo. Bis dann. Ciao.